Kuckuck. Einfach ein komplett neues Fahrzeug mit richtig viel Innovation drin. Alles zentral in einem System. Ja, das Licht von dem Fahrzeug ist nicht kaputt, sondern ich steuere das hier mit meinem Handy tatsächlich. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, ich weiß, aber trotzdem gibt es hier ganz, ganz coole Funktionen mit dieser App. Und zwar geht es auch heute um dieses Thema. Hinter mir seht ihr nämlich den neuen Detlefs XLi. Beim damaligen Video habe ich euch das Detlefs Connect schon mal so ein bisschen angerissen. Und heute soll es auch in diesem Video um das Detlefs Connect gehen. Ein tolles, neues Konnektivitätssystem von der Erwin-Hümer-Gruppe, verbaut in den hochpreisigen Hümer- und Detlefs-Modellen. Darum geht es heute. Es gibt noch ein paar richtig coole Features, die sehr, sehr hilfreich sind bei dieser App. Die ist auch sehr, sehr benutzerfreundlich. Und für all diejenigen, die sich vielleicht auch gefreut haben auf eine kleine Roomtour, da haben wir natürlich auch noch was im Anschluss an dieses Video. Also bleibt gespannt, wenn es euch interessiert. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, ich bewege mich einfach mal rein. Und da haben wir auch schon das gute Stück, ein Display praktisch, da ist jetzt eine Folie drauf, die lasse ich mal drauf, weil das Fahrzeug ist verkauft bereits. Ein Display und ihr habt praktisch alles in einem und das ist ein großer, großer Vorteil. Keine unnötigen Knöpfe, die befinden sich hier alle hinten dran. Auch was Gasflaschen, Heizung und sowas anbelangt, alles in diesem System verbaut. Also in Sachen Konnektivität echt ein richtiger Schritt nach vorne. Hier haben wir jetzt mal so ein kleines Dashboard, wo man alles so ein bisschen überblicken kann. Ihr könnt hier den Hauptschalter ein- und ausschalten. Ihr könnt es vielleicht auch an den Lichtern sehen. Da geht dann die Elektrizität aus. Wenn ich jetzt am Strom hänge, wird mir das auch hier angezeigt in Form dieser Steckdose. Und dann habe ich hier so die gängigen Sachen, die mich interessieren. Die Uhrzeit ist jetzt da dabei. 0% Frischwassertank, 0% Abwassertank und 13,2 Volt in der Chassisbatterie und in dem Dual-System, also in dem Smart Battery System, das es ja von Hümer auch gibt. Detlefs nennt es ein bisschen anders, aber da habe ich 96% Batteriepower noch am Start. Hier unten links ist dann praktisch das Dashboard. Wenn ich auf Wohnen klicke, dann bin ich im Wohnzimmer angekommen. Hier kann ich jetzt beispielsweise fürs Wohnzimmer die Beleuchtung ausmachen. Kann man auch sehen. Zum Beispiel jetzt hier der Baldachin. Wenn man es auf der Kamera erkennen kann. Wenn ich Beleuchtung ausmache, dann geht er dementsprechend auch aus. Ich kann jetzt auch den Kühlschrank anschalten und die SAT-Anlage anschalten. Jetzt fängt es an zu piepsen. Und vielleicht kann man es auf der Kamera hören, die SAT-Anlage fährt jetzt automatisch aus. Also ihr müsst nicht mehr irgendwo suchen, wo jetzt der Knopf ist, sondern einmal drauf, SAT-Anlage fährt raus. Und das ist der große Vorteil. Ich komme noch zu einem ganz, ganz wesentlichen Punkt bei diesem System. Das kann man per App steuern, aber dazu komme ich natürlich gleich. Ich will einfach die Sachen nochmal schön mit euch durchmachen. Jetzt fahre ich die SAT-Anlage wieder ein, den Kühlschrank auch. Die beschweren sich beide gerade, wahrscheinlich, weil sie keinen Außenstrom haben. Auch bei dem Thema Privat, ja, Privat ist jetzt hier mit Bad und Toilette gemeint. Hier kann ich jetzt die Beleuchtung auch nochmal separat ein- und ausschalten und dann bin ich auch schon in der Installation angekommen. Hier habe ich jetzt auch wieder die Möglichkeit, meinen Boiler anzumachen, meine Wasserpumpe anzumachen und das finde ich jetzt ein sehr, sehr toller Modus. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, meine alte Warmwasserheizung über dieses Bedienpanel separat zu steuern. Ich kann hier die Einstellung treffen mit der Heizung. 1, 2 oder 3 kW priorisierte Energiezufuhr, kann Gas anmachen, kann den Warmwasserboiler anmachen oder den Turbomodus anschalten, sodass alles so schnell wie möglich aufgeheizt wird. Ich kann hier die Gradzahl verändern. Ich kann das natürlich dann auch noch mit meiner Klimaanlage koppeln. Also grundsätzlich ein tolles System. Und wenn ich es nicht machen möchte oder wenn ich es nicht brauche, dann habe ich, also wenn ich jetzt die erweiterten Funktionen der alten Warmwasserheizung benutzen möchte, dann habe ich das alles hier verbaut. Also es ist nicht so, dass euch die Sachen wegfallen, sondern sie sind einfach nur ein bisschen schön versteckt und ihr habt alles zentral in einem System. Aber wenn ihr natürlich ins Detail gehen möchtet, wie jetzt beispielsweise mit unserem Victron-Wechselrichter, den wir hier verbaut haben, oder mit der alten Warmwasserheizung, dann könnt ihr das selbstverständlich nach wie vor tun. Und das gefällt mir an diesem System eigentlich auch sehr, sehr gut. Im Thema Fahrzeugdetails habe ich euch gerade gezeigt, können wir nochmal Frischwasser und Abwasser checken. Wir können jetzt checken, ist die 230 Volt Steckdose verbunden. Die Dual-Batterie, also Dual-Battery-System wird das Ganze genannt. Hier haben wir das verbaut, was ja auch ein großer, großer Vorteil ist gegenüber anderen Modellen von Detlefs, weil der XLi ist der erste, der dieses tolle Batteriesystem hat, wie wir es beispielsweise bei den Hümer-Modellen schon kennen. Genau, und dann kann ich noch die Innentemperatur einstellen und ansonsten hier unter Einstellung noch so ein paar kleine Sachen, Änderungen und so weiter vornehmen.
Was ich jetzt aber wirklich sagen muss, der große Vorteil ist, dass ich das alles per Smartphone, dass ich das alles per Smartphone auch spielen kann. Das heißt, ich habe all das, was ihr hier seht, auch auf meinem Smartphone. Ich habe hier jetzt meine App und wie ihr schon sehen könnt, das gleiche Interface, was ich jetzt hier oben hatte, hier das Dashboard, habe ich jetzt hier eben auch. Ich kann jetzt hier auf Wohnen klicken, kann hier die ganzen Sachen nochmal anklicken, kann den Kühlschrank, die Sattanlage, alles von der Ferne aus bedienen oder entspannt vom Sitzen aus. Ich kann hier die Lichtsteuerung nochmal außen einmachen. So wie ich es euch am Anfang vom Video gezeigt habe, kann ich hier jetzt auch das Außenlicht ein- und anschalten. Ich meine, klar, es gibt bedeutsamere Dinge. Ich kann zum Beispiel jetzt auch hier meine Außenleuchte von der Markise anschließen in dieses Bussystem und dann auch hier rüber steuern. Und dann habe ich hier nochmal die Heizungseinstellung. Was ich jetzt euch aber wirklich zeigen wollte, ist die sogenannten Szenarios, die ich hier hinzufügen kann. Und das ist echt ein großer Vorteil. Ich klicke einfach hier unten auf Neues Szenario hinzufügen und dann kann ich mir hier verschiedene Szenarien einfach einstellen. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne das Szenario Guten Morgen. Hier steht jetzt dabei, das Guten Morgen Szenario kümmert sich genau um die Dinge, die am Morgen wichtig sind. Der Boiler wird automatisch angeschaltet, damit Sie gleich duschen können. Die Heizung wird auf angenehme 22 Grad eingestellt und die Sattanlage wird bereit gemacht. Sie müssen nur aufstehen, einen Kaffee aufsetzen und sich sonst um nichts kümmern. Ihr Detlef wird bereit sein. Finde ich ein sehr, sehr lustiger Text. Hier klicke ich jetzt dazu, das zu meinem Szenario hinzuzufügen. Jetzt kann ich das Szenario auch noch... Warte mal. Ach so, ich muss da draufklicken. Ah, okay. Jetzt verstehe ich das. Genau, dann habe ich das hinzugefügt. Ich gehe jetzt hier auf Guten Morgen. Dann habe ich hier so einen kleinen Text, den habe ich gerade eben vorgelesen. Und dann kann ich hier die Szenario-Details auswählen. Ich könnte zum Beispiel sagen, Heizung ja, Warmwasserboiler nicht, Sattanlage nein, 12-Volt-Schalter, was ich auch immer haben möchte. Ich kann sogar, und das ist der große, große Vorteil, hier jetzt auf Beleuchtung Wohnen klicken zum Beispiel und kann hier die Lichttemperatur einstellen. Also will ich es eher warm oder will ich ein kaltes Licht? Je kälter das Licht, desto mehr Lux habe ich, desto mehr ähnelt es dem Tageslicht. Zum Beispiel könnte ich morgens sagen, ich hätte gern ganz viel kaltes Licht, das mich wach macht und abends ganz viel warmes Licht, was mir so ein bisschen Entspannung gibt. Also sehr, sehr interessant. Auch die Helligkeit kann ich einstellen, wie ich das dann eben haben möchte. Genau, dann füge ich das Ganze hinzu und wenn ich dann morgens aufstehe, klicke ich einfach auf Szenario ausführen und dann lädt es ein bisschen und lädt ein bisschen. Und dann heißt es, guten Morgen wird ausgeführt. Und jetzt gehen hier die ganzen Szenarios, so wie ich sie mir eingestellt habe, eben auch an. Die Sattanlage fährt hoch, das Licht ist auf voller Helligkeit und so stellt sich das jetzt praktisch alles ein, wie ich das mir jetzt gerade eingestellt hatte. Genauso könnte ich jetzt auch sagen, guten Abend, Lichttemperatur runter. Ich kann mir auch meine eigenen Szenarios kreieren. Also wenn ich auf eigenes Szenario kreieren, dann nenne ich das Szenario jetzt Philips Szenario, speichere das Ganze ab und kann dann hier verschiedenste Komponenten hinzufügen, verschiedenste Einstellungen, wie ich das eben haben möchte. Falls ihr noch Fragen habt zum Detlefs Connect, lasst es uns gerne in der Kommentarspalte wissen. Was ich euch auch dazu zeigen möchte, hier nicht. Das hier ist nämlich der Grund, warum wir dieses Bedienpanel auch so haben können, nämlich unser Bussystem, was hier in dem Fahrzeug verbaut wird. Es ist nämlich das EBL 111 und da ist natürlich eine ganz andere Technik drin. Deswegen können wir das leider auch nicht in alle anderen Fahrzeuge einbauen, sondern nur in so Premium-Fahrzeugen und wie gesagt, bei Hümer gibt es es dann in Zukunft auch. Das war jetzt zu viel zum EBL. Wenn euch natürlich noch das Fahrzeug interessiert, dann dürft ihr selbstverständlich dranbleiben, denn jetzt gehen wir auch ein bisschen noch auf den XLi ein und dafür sehen wir uns gleich wieder draußen. Kommen wir also zu den technischen Daten vom XLi. Das Fahrzeug ist natürlich ein Premium-Fahrzeug, was den auch besonders macht. Den kriegt ihr noch relativ preisgünstig. Also ihr habt jetzt im Gesamtpreis, so wie der jetzt hier dasteht, es ist allerdings noch die alte 7er Serie mit 190.000 Euro. Price Range bei dem Fahrzeug ist halt eher so zwischen 140.000 und 220.000 Euro. Das müsst ihr halt bedacht sein. Dafür habt ihr aber noch ein paar richtig schöne Komponenten drin,
die ihr in vielen Premium-Fahrzeugen in der Preiskategorie dann tatsächlich nicht drin habt. Was wir hier jetzt haben, Doppelbett-Grundriss, Länge 8,65 Meter. Es gibt noch den Einzelbetten-Grundriss, Breite von 2,33 Meter. Und das ist ein großer Vorteil bei dem Fahrzeug. Ich bin selber das Fahrzeug kurz gefahren, konnte es rangieren. Und die schmalen Maße, die merkt ihr natürlich auch. Ihr kommt nämlich ähnlich wie bei dem Wohnmobil, das sind ja Standard-Wohnmobil-Maße, relativ zügig und schmal an den ganzen Sachen vorbei. Und bei einem Liner, sage ich mal, jetzt beispielsweise der Niesmann und Bischof Flair, auf Iveco-Basis, da seid ihr natürlich mit 2,40 Meter schon deutlich breiter und das ist eben der Vorteil. Merkt man aber im Innenraum kaum. Auch das Tiefrahmen-Chassis ist ein bisschen entspannter zum Fahren auf längeren Strecken. Ihr habt natürlich nicht die Fahrwerksausrichtung auf einen Hochlastfahrzeug, sondern wie gesagt eben auf einen Tiefrahmen mit Doppelachse. Das macht natürlich auch nochmal Unterschiede. Aber grundsätzlich wirkt das Auto jetzt nicht unbedingt beim Fahren wie ein klassisches Premium-Fahrzeug, was es dann auch ein bisschen agiler macht. Höhe von 3,04 Meter. Technisch zulässiges Gesamtgewicht ist im Serienzustand 5000 Kilo. Sage ich euch aber ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich nicht ausreichen, denn wir haben hier mit der Auflastung auf 5,4 Tonnen in Anführungszeichen nur 909 Kilo Zuladung. Das reicht natürlich, es ist ausreichend oder auch üppig. Aber wenn ihr überlegt, 400 Kilo weniger, dann hättet ihr nur noch 509. Bei einem Fahrzeug in der Kategorie ist das natürlich das ist einfach ein bisschen zu wenig, offen gestanden. Aber zum Schluss hängt es auch ein bisschen davon ab, wie viel man sich da rein optioniert. Das ist ein gutes Wort. Denn wir haben sehr, sehr viel Ausstattung hier drinnen. Zum Beispiel auch das GT-Paket Advance. Und allein das wiegt schon 150 Kilo. Und das GT-Paket Advance ist so die Steigerung zum Family-Paket oder zum normalen Advance-Paket, was Detlefs anbietet. Also es wiegt noch mal ca. 90 Kilo mehr. Da habt ihr zum Beispiel dabei noch die ORC-Felgen, die 18 Zöller, die richtig schön aussehen, diese schöne GT-Optik. Dann haben wir innen drin noch ein paar Features. Wir haben zum Beispiel da schon mit drin die Duo Control, DAB-Tuner, Vorbereitung, Navi-Siva, SAT-Anlage, Rückfahrkamera, also die Doppellinsen-Rückfahrkamera, also eine oben, eine in der Mitte vom Heck. Das ist da alles schon mit drin. Auch eine schöne Panoramadachhaube im Schlafzimmer. Also ein sehr, sehr gut ausgestattetes Paket einfach. Und das kostet zwar auch sein Geld, also ca. 18.000 Euro, aber wenn ihr die Sachen einzeln anwählen würdet, dann wärt ihr preislich natürlich deutlich höher. Da gibt es natürlich dann immer so einen kleinen Preisvorteil. Was das Ganze auch nicht günstiger macht, ist das Dual-Battery-System, was ich drin schon angesprochen hatte. Also praktisch wie das Hymer Smart Battery-System. In dem Fall haben wir das Paket 2, also das größere, mit sage und schreibe 309 Amperestunden Lithium-Power nochmal on top. Also zwei Lithium-Batterien mit der entsprechenden Kapazität. Was mir beim Detlefs jetzt eigentlich ein bisschen fehlt, ist noch eine gescheite Solaranlage. Denn ab Werk gibt es nur 100 Watt. Natürlich könnt ihr bei uns noch deutlich mehr Power aufs Dach machen, als es jetzt im Werk angeboten wird. Gehen wir einfach dann nochmal aufs Design ein. Jetzt, wenn wir schon draußen stehen am Fahrzeug, das Gesicht kommt einem ein bisschen bekannt vor. Detlefs hat ja großes Interesse, dann eine Art Familiengesicht einzubauen. Das kennen wir zum Beispiel von Niesmann und Bischof. Da kann man ein Flair, ein Arto und ein Ice Move nicht mehr so stark unterscheiden voneinander, weil alle so ein bisschen einen Wiedererkennungswert haben wollen. Und das haben wir bei Detlefs eben auch. Was aber ganz geil ist bei dem XLi, wir haben nämlich hier die Option zur Titan-Silber-Metallic-Lackierung. Wenn wir uns das Ganze mal von vorne, also von der Seite anschauen, gerade auch jetzt mit hier diesen weißen Absetzungen hier, da übrigens ein kleiner Kritikpunkt an Detlefs, ist kein Metall, ja, das ist Kunststoff. Trotzdem finde ich, dass es hier gut aussieht. Hier unten zum Beispiel ist es Metall, ne? Also nicht blenden lassen, ist nicht alles Kunststoff, nur hier die Radlaufblende. Hat natürlich aber auch den Vorteil, wenn mal was passiert, dann ist es relativ schnell ausgetauscht. Ne? Macht einen sehr schönen Eindruck, jetzt auch gerade hier mit dieser schönen roten Linie nach hinten, mit dem Schwarz, mit dem Anthrazit und dem Silber hinten und natürlich mit den 18 Zoll ORC-Felgen, also echt ein sehr, sehr wertiger Eindruck. Zum Schluss dürft ihr es natürlich auch selber entscheiden. Ihr dürft es uns gerne einfach mal in den Kommentaren wissen lassen, was ihr zum Fahrzeugdesign sagt. Wir haben jetzt auch serienmäßig selbstverständlich unsere Rahmenfenster. Das Fahrzeug hat natürlich auch einen Doppelboden. Wir gehen jetzt auch alle Klappen einzeln nochmal durch, denn wir haben hier ein Pushlock-System. Push
Pushlock-System, ne? Hier zum Beispiel durchladbarer Doppelboden. Jan, du kannst mal reinfilmen, dass man es auch noch mal vergewissern kann. Komplett bis auf die andere Seite. Dann unser Tankfächlein, also Installationsfächlein. Da habe ich noch Platz, was reinzustellen. Hier ist jetzt die Sonde für den Frisch- und Grauwassertank sowie für den Fäkalientank. Und auch hier der Schlauch zum Durchspülen dann nochmal explizit. Den mache ich hier gerade nochmal fest. Genau. Und zu guter Letzt einmal die Heckklappe. Die messen wir jetzt natürlich einmal aus. Durch das Tiefrahmenchassis ist die jetzt natürlich nicht allzu groß ausgefallen. Aber trotzdem noch eine Höhe von 1,5 Meter, würde ich jetzt mal behaupten. Also von Gummi zu Gummi. Ja, guter 1,5 Meter und eine Breite. Ein guter Meter breit, also fast quadratisch. Entsprechend passt da auch einiges in das Fahrzeug rein. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was ich von dem Pushlock-System halten soll. Was das Fahrzeug besonders macht, meiner Meinung nach, ist hier dieses tolle GFK-Komplett-Heck. Hört sich auch ein bisschen cool an, auch dieses neue Heck, ne, mit dieser schönen Optik, die wir hier haben. Also die Rückleuchten, das macht einen sehr hochwertigen und einen sehr schönen Premium-Effekt einfach. Also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch, genau, die andere Klappe. Und da könnt ihr jetzt auch nochmal einen Blick auf die ganze Technik werfen. Unter anderem auch hier einmal unsere AGM-Batterie, die erste Aufbaubatterie sozusagen, dann zweite und dritte Aufbaubatterie, und hier seht ihr es ja, Lithium, schöne Technik, und dann hier auch nochmal das EBL, das wir hier zusätzlich noch haben, das 111er. Auf jeden Fall, auch hier könnt ihr, hier kann man glaube ich auch so ein bisschen sehen, dass es hier um ein ordentliches Premium-Fahrzeug dann auch dementsprechend handelt. So, das Ganze ist zu und dicht, und da haben wir jetzt auch nochmal eine kleine Klappe, ne? Wir haben hier jedmögliche Anschlüsse, Gasaußendose, Wasseranschluss und dann auch den Stromanschluss, mit dem Vorteil, dass ich von unten hochkomme und das Ganze abschließen kann, sodass mir da niemand manipulieren kann. Detlefs hat jetzt auch noch einen RFID-Chip, das heißt, so mache ich das Ganze wieder auf und dann kann ich reingehen. Ich sage euch jetzt auch, was der Vorteil an diesem Ganzen ist. Ihr habt natürlich immer zwei Fahrzeugschlüssel und zwei Aufbauschlüssel. Ihr könnt jetzt aber auch sagen, hier, nimm du einfach den RFID-Chip und dann kommst du auch rein. Dann habt ihr sozusagen nochmal einen zusätzlichen Schlüssel nur für die Aufbautüre. Ist ein kleiner Vorteil, kann man so sagen. Aber wir fackeln jetzt gar nicht lange herum, sondern wir gehen einfach mal kurz ins Fahrzeug rein. Jetzt sind wir im Innenraum angekommen. Jetzt macht euch einfach mal ein schönes Bild von diesem Fahrzeug, denn Detlefs hat natürlich hier einiges gemacht, wie wir es auch schon von unserem alten Video kennen. Einige Neuheiten, also komplett überarbeitetes Fahrzeug, einfach ein komplett neues Fahrzeug mit richtig viel Innovation drin. Sieht auf jeden Fall auch sehr schön aus. Ihr seht jetzt auch mal hier, wie diese ambiente Beleuchtung so richtig wirkt. Und das ist das, was ich vorhin auch erklärt hatte. Übrigens regnet es jetzt gerade ein bisschen. Ich hoffe, ihr hört den Ton nicht so krass. Ich kann hier jetzt nämlich enorm die Helligkeit verändern. So einmal hier oder jetzt hier im Wohnbereich. Lässt sich das alles dimmen. Und das ist natürlich ziemlich geil. Ne? Ich kann halt abends das Ganze runterdimmen. Ich kann auch einzelne Lichtgruppen an- und ausmachen. Und das ist selbstverständlich dann auch ein sehr cooles Gimmick, was auch für sehr, sehr viel einladendes, für ein sehr, sehr einladendes Ambiente sorgt. Und ich kann euch auch mal sagen, wo ich das ganz gut gebrauche. Ich habe zu Hause bei mir auch in meinem Schlafzimmer eine Beleuchtung. Und wenn ich mich ins Bett lege, da habe ich leider keinen Lichtschalter, dann drücke ich einfach nur aufs Handy, muss nicht aufstehen und im Dunkeln irgendwo was suchen. Sondern wenn ich jetzt zum Beispiel mal vergesse, ein Licht ausgemacht zu haben, gehe ich einfach auf mein Handy, mach's aus. Oder morgens, wenn vielleicht noch dunkel ist, kann ich einfach alles anmachen. Ist einfach eine komfortable Sache und ich sag mal so, nice to have, definitiv. Auch designtechnisch hat sich hier beim XLi einiges getan. Mineralwerkstoffoberfläche endlich übrigens. Komplett überarbeitetes Design, wie ich schon angesprochen hatte. Einmal eine Echtlederwohnwelt. Was auch ganz, ganz ins Gewicht fällt, ist hier diese Marmoroberfläche. Das macht einen sehr
Also es ist auf jeden Fall sehr polarisierend. Wir haben uns damals die Fragen gestellt, ob das den Menschen gefällt oder nicht. Aber so wie der XLI ankommt, gehen wir mal davon aus, dass es den meisten eher gefällt, dass die meisten eher Spaß an diesem, ja wie schon gesagt, diesem exzentrischen Äußeren dann auch haben beim Fahrzeug. Das Ganze in Anthrazit gehalten und was ich hier einen großen Vorteil finde, ist hier dieser Sitzbereich. Ne? Also nicht nur, dass es hier bequem ist, die Sitze von Detlefs, das meine ich damit gar nicht, sondern einmal das hier. Also dieser Fernsehbereich, ja, also dieses Sideboard sozusagen mit einem tollen Fernseher. Und zum ersten Mal gelingt es, dass man wirklich von jeder Sitzposition in der Sitzgruppe auch ordentlich Fernseh schauen kann. Denn meistens sind ja die Fernseher hier, ja, und jeder, der hier sitzt, also bei den beiden Rücksitzen, der kann selbstverständlich kein Fernsehen gucken oder müsste seinen Kopf halt unnötig verdrehen. Und so kann man hier sitzen und bequem Fernseh schauen. Wenn man jetzt zum Beispiel von den beiden Sitzen, also von den beiden Fahrersitzen, Fahrer-Beifahrer, schauen möchte, dann kann man den Fernseher natürlich auch noch ein bisschen rausklappen, kann sich den praktisch in die Stellung bringen, wie er früher immer da hinten war, hat dann halt dadurch den Vorteil, dass der Fernseher einmal ein bisschen näher ist und man da auch ganz gut schauen kann. Also eine sehr, sehr flexible Ausrichtung. Ist ein gewagter Schritt, weil natürlich dadurch auch ein bisschen Sitzmöglichkeiten wegfallen, aber ich finde dann doch irgendwie eine frische Abwechslung. Ja, und wenn ich jetzt trotzdem hier sitzen möchte, weil wir jetzt vielleicht mal Gäste da haben, dann kann ich mir das Ganze hier rausklappen und kann mich dann dementsprechend auf diese Schublade setzen. Da gibt es praktisch so Arme. Ne, heißt also, ich kann mich hier auf den Sitz nochmal dementsprechend draufsetzen. Und dann habe ich natürlich noch zusätzlich Stauraum, was natürlich auch immer von großem Vorteil dann eben ist. Das ist der Wahnsinn, wie es draußen regnet und schüttet. Je schlechter es draußen ist, desto schöner ist es hier drinnen. Ne? Das sind jetzt unsere SKA Luftschwingsitze mit Sitzbelüftung und Sitzheizung dementsprechend. Sehr bequem auf jeden Fall. Klar, Motor ist aus, somit funktioniert der Kompressor nicht. Aber ich kann mir hier das Ganze dann nochmal schön zurechtbauen, wie ich es dann eben gerne hätte. Vorne ist jetzt der Fiat in der Serie 7 verbaut, also nicht wundern. Das ist jetzt noch ein altes Modell, aber auch bei der 8er Serie haben wir die Möglichkeit mit dem DAB-Systemen, also mit dem Zenec Navi oder auch mit dem Original Fiat Navi dann dementsprechend. Apropos Premium-Fahrzeug, denn ich fahre mal ein bisschen zurück. Hier hinten ist nämlich ein Schalter, mit dem ich meinen Rollladen hoch und runter lassen kann. Genau, ich klicke einmal drauf und dann fährt das Ding runter und runter und runter und runter. Es dauert ein bisschen. Aber es fährt. Es ist jetzt kein handelsüblicher Rollladen, wie wir es beispielsweise aus dem Niesmann kennen, sondern ja, sozusagen ein elektrisches Plissé. Wir haben aber trotzdem einen deutlichen Vorteil, denn es ist sehr blickdicht auf jeden Fall und natürlich nicht so schwer wie jetzt ein richtiger Rollladen. Deswegen hat man sich hier für die Variante entschieden. Genau, so geht das Ganze auch wieder zurück. Ich habe dann auch noch Sichtschutzmöglichkeiten links und rechts neben meinen Plissés, die ich einfach so hoch und runter machen kann. Ne, also hier ist dann auch noch das Plissé dementsprechend. Verschiedenste Möglichkeiten auch in dem Fahrzeug. Hier vorne bin ich soweit durch. Wir haben, genau, bei der neuen 8er Serie ist dann im Chassis GT-Paket dann auch noch die induktive Ladestation mit dabei. Elektrik. Ah ja. Dankeschön. Elektrisches Hubbett in dem Fall hier beim integrierten. Schlüssel reinmachen muss geübt sein. So. Und da könnt ihr sehen, ein vollwertiges Bett nochmal on top. Eine schöne Tiefe hat das Ganze. Warte mal. Also 1,40 Meter tief ist das Ganze, also breit. Und 1,95 Meter lang. Also natürlich für Menschen über 1,90 ist das Ganze schwierig, aber beispielsweise für mich, ich hätte jetzt hier in dem Bett auch relativ gut Platz, könnte mich hier also ganz gut ausbreiten. So, und dann kann man das Ganze auch wieder schön hochfahren. Wir haben hier auch dann noch, hier oben, das finde ich auch nochmal vorteilhaft, da kannst du mal reinfilmen, noch Ablagemöglichkeiten hier für Smartphone und sonstiges und dann dementsprechend noch eine schöne Beleuchtung hier dabei und selbstverständlich einen Vorhang, um das Ganze dann auch abzutrennen.
Ey, ist ja der Wahnsinn. Was schüttet es denn hier so runter, ey? Ich habe die Hoffnung, dass man mich noch hört auf dem Mikrofon. Technische Schwierigkeiten in Wertheim. Thema Bodenklappen hatte ich euch ja schon mal kurz angerissen. Zwecks dem Battery-System. Stauraumfläche haben wir einmal hier. Kannst ruhig reinfilmen, Jan. Ja, also Platz ist da. Wie schon angesprochen, hier einmal die Verkabelung von unserem Bussystem. Hier nochmal die Wasserpumpe oder die zwei Wasserpumpen tatsächlich, die für den nötigen Wasserdruck sorgen. Krabbel hier mal ein bisschen weiter. Der Grauwassertank im Doppelboden selbstverständlich drinne und dann noch den Frischwassertank, wo man dann auch gut Zugriff drauf hat. Da hinten haben wir noch eine Klappe. Auch nochmal der Fäkalientank dann zusätzlich. Dann sind wir auch schon in der Küche angekommen. Habe ich euch ja gesagt, Mineralstoffoberfläche, drei Flammen, Premium-Kochsystem, schön Platz für alle möglichen Utensilien. Bestes Beispiel ist natürlich immer die Kaffeemaschine, die wir da nochmal gut verstauen können. Das Ganze auch verriegelt, wie es halt sich für ein Premium-Fahrzeug gehört. Mit Knopfdruck, sollte sich aber auch bei Starten der Zündung dann automatisch verriegeln. Ne? Also auch hier dementsprechend Stauraum, auch Fläche schön über der Sitzgruppe in der Küche, alles nochmal schön verbaut. Das Fahrzeug hat eine Dunstabzugshaube hier nochmal mit drinne, die zieht dann einfach nochmal ein bisschen ab, kann ich aber auch dann das Fenster als Alternative aufmachen. Was nicht fehlen darf, die Kombination aus Backofen und Kühlschrank in beide Richtungen zu öffnen von Dometic, was hier auch der Fall ist. Das sieht auf jeden Fall sehr ordentlich aus, macht auch was her, und dann haben wir hier oben noch unseren Backofen. Das ist jetzt Option leider, aber es ist trotzdem wichtig, dass ihr es habt. Und wenn ihr bei der Konfiguration seid, auch ganz wichtig, dass ihr daran denkt, weil das halte ich schon für eine wichtige Sache, gerade in dem Fahrzeug. So, dann sind wir bei der Dusche angekommen von Detlefs. Die ist jetzt, ja, also ich muss sagen, bei einem Niesmann finde ich die deutlich komfortabler. Ich habe hier eine gute Stehhöhe, aber es ist ausbaufähig. Klar, Schuhe abziehen, Brett abziehen, dann habe ich hier auf jeden Fall Platz. Ich kann aufrecht stehen, ich kann auch mir den Duschkopf schnappen, den habe ich jetzt zwar hier nicht zur Hand, aber es geht schon. Es ist trotzdem ein bisschen schwierig, auch wenn ich das Ganze hier zumache. Ein Vorteil, man sieht es jetzt vielleicht nicht, aber ich kann mich einmal komplett drehen, ohne anzudatschen irgendwo. Und im Wohnmobil ist das natürlich schon ein gewisser Luxus. Leider nicht selbstverständlich, aus Platzgründen, aber im XLI ist es dann doch aus. Also es geht, ich bin auch nicht der Schmalste. Es gibt vielleicht auch Menschen, die ein bisschen breiter sind als ich, stärker sind wahrscheinlich. Und da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber am besten ist natürlich immer, ihr guckt euch das vor Ort dann einfach selber an und macht euch davon ein Bild. Was natürlich der Vorteil ist, wir können das ganze Bad hier einmal komplett abschließen, haben dann auch hier nochmal eine Abtrenntür. Ne? Bin jetzt wieder an. Ne, man muss auch mal wissen, wie man die Fahrzeuge bedient. Kuckuck. Auf jeden Fall kann ich das Ganze zu einem Badbereich abtrennen. Das ist natürlich auch für so eine Preiskategorie nicht schlecht. Und was der XLI in seiner Kategorie ganz gut macht, er hat noch eine Keramik-CHK-Toilette. Das ist auf jeden Fall so nicht selbstverständlich. Vorteil ist natürlich bei der CHK-Toilette, ich kann das ganze Wasser in der Toilette einmal rauslassen, da wo ich auch das Abwasser dann sonst immer wegmache. Man hat jetzt gerade gesehen, ich musste mich ducken, also es ist mir ein bisschen schwierig mit der Stehhöhe. Der Jan ist auch nicht der Kleinste hinter der Kamera, da sieht man schon, dass der mit dem Kopf oben schon ankommt. Bei mir ist es ähnlich, wenn ich jetzt aufrecht stehe. Zum Glück bin ich immer so ein bisschen geknickt. Aber da müsst ihr auch aufpassen, müsst ihr auch bedenken, wenn euch das Fahrzeug holt. Ist jetzt aber auszuhalten, also nicht schlimm. Das hier ist jetzt keine Mineralwerkstoffoberfläche, aber trotzdem in der tollen Marmoroptik, wie wir sie an den anderen Oberflächen kennen. Das spielt sich natürlich dann auch mal gut mit dem Rest vom Fahrzeug dann überein. Auch hier dieses Tip-Printed, da kann man ruhig mal ein bisschen näher hinfilmen. Ne? Also eine Struktur, man kann drüber fahren, es macht einen hochwertigen Eindruck. Das kennen wir eben auch aus dem Hümer. Da hat man sich die Synergien von der Erwin Hümer Gruppe einfach mal zu eigen gemacht. So, und dann sind wir auch schon in unserem richtig schönen Schlafbereich. Wer
sich vielleicht ein bisschen mit Detlefs auskennt oder sich damit beschäftigt, der erkennt da auch viel vom Bedouin Scandinavia wieder. Wir haben nämlich sehr, sehr viel Anthrazittöne. Filz, Optik ist hier dabei. Einmal hier, da auch mal bitte genau hinfilmen. Ist nur eine Optik, also ist jetzt kein richtiger Filz. Hat so eine Furnierhaptik, sage ich jetzt mal. Stauraum links und rechts, dementsprechend ein schöner Fernseher. 22 Zoll von Karatek ist hier noch mit eingelassen. Ist jetzt der Doppelbettgrundriss. Beim Einzelbett sieht es ein bisschen anders aus. Aber auch wirklich sehr, sehr schön und sehr einladend auf jeden Fall. Wir haben dann die Stufen links und rechts zu dem Doppelbett. Und beim Doppelbett haben wir immer die Sorge, dass das nicht lang genug ist. Wenn ich das jetzt einmal hier rausziehe, dann kann ich das Polster hinten nochmal benutzen für den Kopfbereich. Und dann hole ich mal kurz meinen Zollstock, um für euch nochmal nachzumessen, was haben wir denn jetzt hier wirklich für eine effektive Liegelänge. Denn da kann man nicht immer ganz Glauben schenken. Und hier haben wir gute, wirklich sehr, sehr gute 2 Meter. Und ihr seht, also Platz ist hier allemal. Was mir jetzt natürlich nicht gefällt, die Füße gehen vorne ein bisschen runter. Aber alles in allem passt es soweit. Und ich habe auf jeden Fall auch noch gut Platz im Bett, denn ich bin hier jetzt ausgestreckt, Schuhe nochmal abgezogen. Und ihr habt hier so eine Art Schienensystem. Das heißt, ihr könnt es hier raus und reinziehen. Und dann ist es ein sehr, sehr schönes Queensbett, sagt man ja. King-Bett kann man, glaube ich, nicht sagen, denn das ist, passt von der Größe her nicht ganz. Und von der Breite her sind wir hier jetzt bei 1,60 Meter, ja, also 1,60 Meter Breite. Hier vorne ist es dann abgerundet. Also wo die Füße vielleicht aufhören, haben wir dann noch 1,40 Meter. Ja, nicht 1,40 Meter, 1,30 Meter oder so. Ne? Also das ist natürlich die abgerundeten Ecken, aber 1,60 Meter habt ihr auf jeden Fall eine gute Breite, auch ein schönes, großes Bett. Und natürlich der Vorteil bei den Queensbetten ist definitiv, dass wir über den Eingang, also dass wir 2 Aufgänge haben. Jeder hat separat seinen Ausgang aus dem Bett. Und selbstverständlich der tolle Stauraum, der sich da nochmal ergibt. Also das DXLE ist ein tolles Fahrzeug. Preislich habt ihr ja gesehen, was das Ganze auffährt. Also ist nicht günstig. Wir haben hier ein Fiat drunter. Das mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein Argument sein, weil es ja auch ähnliche Modelle mit Mercedes gibt. Bei Hümer beispielsweise. Also Vergleichsmodell ist für mich zum Beispiel der BMW i880. Aber das Fahrzeug ist komplett überarbeitet. Wirklich neu und sehr schön. Wir haben eine CHK-Toilette drin, großer Vorteil bei dem Fahrzeug. Und alles in allem auch eine tolle Technik verbaut mit dem Hümer Connect. Zum Schluss freut es mich natürlich, wenn ihr uns einfach mal in die Kommentare schreibt, was ihr von dem Fahrzeug haltet. Das wäre jetzt nämlich mal wichtig. Also lasst uns gerne mal ein bisschen Feedback da. Kostenfrei selbstverständlich. Kostenfrei dürft ihr uns auch liken. Also gerne freuen wir uns auch drüber, denn mit den Videos ist natürlich auch sehr viel Aufwand verbunden. Und selbstverständlich ein Abo. Ihr werdet begeistert sein. Alle diese Optionen sind kostenfrei. Und wir freuen uns natürlich weiterhin für euch, den Content zu machen. Nochmal danke für die letzten Videos, für den Support der letzten Zeit. Es macht sehr viel Spaß mit euch. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Tschüssi!